Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier auf Plakos. Heute reden wir mal über die Artillerietruppe der Bundeswehr. Was ist das eigentlich? Wofür wird sie eingesetzt und wie wird sie eingesetzt und wie ist das Ganze aufgebaut und was im Endeffekt eigentlich quasi die Artillerie ist? Also die Artillerie der Bundeswehr ist eine Kampfunterstützungstruppe des Heeres, ja, und erledigt quasi Ziele aus weiter Entfernung. Sie unterstützt dadurch die Kampftruppen des Heeres, die vor Ort sind, ja, quasi mit einer Aufklärung geben, und die Artillerie bekämpft halt aus weiter Entfernung, zum Beispiel mit dem Raketenwerfer Mars 2 oder mit der Panzerhaubitze 2000 Ziele aus weiter Entfernung. Das geht natürlich nicht ganz so einfach, weil die, mal als Beispiel gesehen, die Panzerhaubitze kann sich ja nicht einfach, sag ich mal, auf dem Feld stellen und jetzt 3 Kilometer in die Richtung ballern und die trifft jedes Ziel. Die Artillerie hat quasi bestimmte Beobachtungstrupps, die quasi das Ziel, den Feind oder was auch immer beobachten, ja, die richtigen Koordinaten quasi durchgeben, und der Raketenwerfer oder quasi die Panzerhaubitze stellt dann alles quasi ein, schießt aus einer weiten Entfernung und trifft das Ziel und bekämpft das Ziel, ja. Also eigentlich ist das ganz einfach. Ja, es gibt halt quasi Situationen, wo man halt eine ganze Fläche bekämpfen kann mit der Artillerie oder halt auch einfach punktgenau ein Gebäude, einen Bunker, einen Unterschlupf oder was auch immer bekämpfen kann, ausschalten kann, vernichten kann. Das ist quasi die Aufgabe der Artillerie. Und ja, die Artillerie, ja, die besitzt mehrere, sag ich mal, Fahrzeuge, die es quasi in der Bundeswehr auch so gibt. Man hört ja auch mittlerweile immer öfter mal im Fernsehen bei NTV oder bei N24 über die Drohnen, die Aufklärungsdrohnen der Bundeswehr, das natürlich auch eine Möglichkeit ist, für die Artillerie unterstützend zu helfen. Das heißt, man schickt die Drohne los, die unbemannt fliegt. Das heißt, sollte die Drohne mal wirklich abgeschossen werden, sie stürzt ab, hat einen Fehler oder was auch immer, es kommen keine Menschenleben zu Schaden, sondern einfach materiell. Materieller Schaden ist immer ersetzbar, Menschenleben nicht. Deswegen finde ich die Aufklärungsdrohnen der Bundeswehr mega, mega gut. Und davon gibt es auch die einen, ja, die bekannteste oder quasi die am öftesten eingesetzt wird, ist die Drohne CL-289. Ja, das ist quasi die Hauptaufklärungsdrohne der Bundeswehr, die auch in Afghanistan eingesetzt oder in bestimmten ausländischen Ländern, wo wir quasi unterstützend mit der Bundeswehr helfen. Ja, da leisten die zum Beispiel die Aufklärungsarbeiten. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, die Bundeswehr hat auch Panzer, sei es jetzt den Schützenpanzer Marder oder den Schützenpanzer Puma, die dann quasi wirklich nur als Beobachtungspanzer ziemlich nah an dem Geschehen, sage ich mal, dran sind und dann an die Artillerie, an ihre Kameraden weitergeben: Jungs, da und da müsst ihr mal ganz kurz was hinfeuern, es sieht schon ein bisschen gefährlich aus, ja. Die Bundeswehr feuert natürlich nicht direkt auf irgendetwas los, das ist klar, aber sollte es jetzt zum Beispiel in einem Kampf sein oder wirklich in einem Gefecht sein, dann ist die Artillerie auf jeden Fall eine Möglichkeit, aus wirklich ziemlich großer Entfernung Ziele zu beseitigen. Ist ja eigentlich auch selbstverständlich, ja. Es gibt noch so ein paar Dinge, die man zu der Artillerie sagen kann. Ja, die Artillerie, wenn ihr zum Beispiel jetzt schon bei der Bundeswehr seid, die hat ein hochrotes Barett auf. Also das Barett ist nicht ganz knallrot, sondern halt so ein bisschen dunkles Rot, ja. Also ungefähr so Korallenrot ungefähr. Das ist quasi das Barett der Artillerie und besteht halt aus einem Abzeichen, wo quasi ein goldener Kranz drum ist. Unten ist das Deutschland-Logo und in der Mitte sind wie so einem X sind zwei Patronen von einem Panzergeschoss, sag ich einfach mal, ineinander verkreuzt. Das ist quasi das Barettabzeichen der Artillerie. Ja. So, solltet ihr zur Artillerie gehen, ja, Anfang eurer Grundausbildung, oder ihr sagt euch, ihr möchtet gerne da eure Grundausbildung machen oder kommt in eine Kaserne, ja, von der Artillerie, dann werdet ihr meistens immer als Kanonier oder als Panzerkanonier bezeichnet. Ja, zum Beispiel bei den Sanitätern ist das der Sanitätssoldat, bei der Infanterie ist es zum Beispiel der Jäger, ja, oder der Schütze, ja, und bei der Artillerie ist es dann einfach der Kanonier oder der Panzerkanonier, ja, es kommt halt immer ganz unterschiedlich drauf an. Weiter geht es dann natürlich ganz normal mit dem Gefreiten, Obergefreiten, Hauptgefreiten, Stabsgefreiten und so weiter und so fort. Der ändert sich nicht, es ändert sich halt wirklich nur die Anfangsbezeichnung in der Grundausbildung. Das ist so das, was ich zur Artillerie sagen kann. Ich hoffe, ihr habt das so ein bisschen verstanden, wofür die eigentlich da ist, wofür sie genutzt wird und wie sie genutzt werden kann. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt doch dem Video einen Daumen nach oben. Schaut auf unserer Webseite Plakos vorbei. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Tschüss.